Der Planet Elodus, inmitten der verbotenen Zone des Moimota-Systems. Eine leblose, trostlose Kraterlandschaft aus schartigem Fels. Brodelnde Gewitterwolken verdunkelten den Himmel. Dann und wann zuckten Blitze auf und rissen die Wracks jahrtausende alter Minenplattformen aus der Finsternis. Sie lagen umher wie die Knochen gefallener Riesen, von den unbarmherzigen Säurewinden zur Unkenntlichkeit zerfressen. Drei Gestalten näherten sich. Raumanzüge schützten sie vor den ätzenden Böen des Planeten, während ihre Helmvisiere die Albtraumlandschaft vor ihnen reflektierten. Schwere Laserpistolen lagen in ihren behandschuhten Händen. Verfluchter Nebel. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Laut Scanner muss es hier irgendwo sein. Das nächste Mal soll Khan selbst hierher kommen. Scheiße. Ich würde nicht mal meinen schlimmsten Feind in dieses Höllenloch schicken. Soll ich es ihm ausrichten? Haha! Sehr witzig, Ramirez. Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnungen fangen. Was war das? Nichts, was du kennst, Ivanov. Ach ja, und tu mir einen Gefallen. Hör auf, rumzujaulen. Scheißdreck werde ich. Wer hat dich überhaupt zum Boss auf dieser Mission ernannt? Natürliche Auslese. Ach ja? Ivanov. Und was, wenn wir Khan mitteilen müssten, dass es einen kleinen Unfall gab? Steck das Ding weg, bevor sich noch einer wehtut. Wer bist du? Du bist keine von Khans Leuten, also? Wer bist du? Jemand, der sehr ungemütlich wird, wenn du nicht gleich die Knarre runternimmst. Und glaub mir, du willst mich nicht ungemütlich erleben. Ivanov, Mann, krieg dich wieder ein. Wir haben einen Job zu erledigen. Fein. Also, Ramirez, wo ist jetzt das verdammte Schiff? Es ist direkt hier. Wie auf Kommando teilte ein Windstoß den Nebelschleier und ein grauer Berg ragte vor ihnen auf. Nein, kein Berg. Das Wrack eines Raumschiffs. Seine Außenhülle mit giftgrünen Flechten bewachsen und stellenweise zerfressen. Es mochte seit Jahrhunderten hier liegen wie ein verrottender Kadaver. Vielleicht sogar seit Jahrtausenden. Das Ding ist riesig. Holy Khan gibt sich eben nicht mit Kleinigkeiten ab. Ramirez, die Luftschleuse. Gleich da vorne. Dieses Design. Wer hat das Ding gebaut? Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Okay, ich übermittle jetzt den Öffnungscode. Hoffen wir, dass der gute Khan keinen Zahlendreher drin hatte. Die Luftschleuse öffnete sich vor ihren Augen wie ein pechschwarzer Schlund. Sie ließen sich von dem Wrack verschlingen. Mein Gott. Einst musste das Innere des Schiffes ein wahrer Palast gewesen sein. Unendlich hohe Decken von goldenen Ziersäulen getragen. Wände aus weißem Kristall, mit Ornamenten versehen, die an die Buntglasfenster alter Kathedralen erinnerten. Doch diese Zeit war lange vorbei. Staub bedeckte die purpurnen Bodenkacheln. Die Ziersäulen waren ihres Glanzes beraubt und umgestürzt und hatten das Buntglas zerschmettert. Es gab kein Licht, außer dem Schein der Schulterlampen der drei Besucher. Eine drückende Stille erfüllte das Wrack. Das ist eine verfluchte Gruft. Nach all der Zeit hast du da etwas anderes erwartet. Die Atmosphäre ist atembar. Wir können die Helme zurückklappen. Ach, na endlich. Das ist besser. Das Schiff ist komplett tot, wie es aussieht. Die Türen scheinen mit dem letzten Rest von Notenergie zu laufen. Halt, wartet! Da ist noch was. Ich messe 2 Energieemissionen, ganz schwach. Das sind sie. Sie passierten Halle um Halle, Korridor um Korridor, bis sie einen runden Saal im Herzen des Palastschiffes erreichten. Eine lange Tafel aus poliertem Kristall stand in seiner Mitte, umstellt von throngleichen Stühlen aus einer weißen Legierung. Sieht aus, als hätten wir die Besatzung gefunden. 8 Skelette saßen an der Tafel. Eingehüllt in Lumpen, die früher einmal eindrucksvolle Gewänder gewesen sein mochten.
Die Besucher erkannten das grazile Gerippe eines Fordianers, die massigen Knochen eines Golvonen und die Überreste von Vertretern eines halben Dutzend anderer Spezies. Das Einzige, was sie gemein hatten, waren die Masken, die auf ihren fleischlosen Schädeln lagen. Kunstvoll gefertigt und vage humanoid, doch ohne Nase oder Mund. Eine Maske glänzte golden unter einer fingerdicken Schicht von Staub, eine andere silbern, eine dritte schien aus Platin gehämmert zu sein. Ihre Augenöffnungen waren mit schwarzem Glas bedeckt. Die Emissionen kommen von der silbernen und der bronzenen Maske. Was zur Hölle ist mit den Jungs hier passiert? Keine Ahnung. Aber sie scheinen nicht verletzt zu sein. Bleibt die Frage, wie sind sie dann gestorben? Ich messe Rückstände von Strahlung. Was? Strahlung? Weniger als ein Mikrosievert pro Standardjahr. Völlig unbedenklich. Aber früher... sah das etwas anders aus. Vielleicht gab es ein Reaktorleck oder sowas. Scheiß drauf! Wir sind wegen einer Maske hier, oder? Also, schnappen wir uns das Ding und dann nichts wie ihr raus hier. Ach, Ivanov, das ist die falsche... Was zum... Kaum hatte Ivanov die Bronzemaske von dem Schädel gelöst, schossen drahtartige Fäden aus ihrer Innenseite. Sie bohrten sich in sein Gesicht und zogen die Maske hinterher auf seinen Kopf. Ivanov! Die Erde ist tot. Die Reste der Menschheit in der ganzen Galaxis verstreut. Gemeinsam mit meinen Freunden, dem Golvonen Hubert und der Roboter-Lady Evi, reise ich durch das All. Ein heimatloser Sternentrotter, auf der Suche nach Wundern und Abenteuern. Mein Name ist Rick Future. Und da wären wir mal wieder. New Paradise. Ein bernsteinfarbener Gasriese wuchs auf dem Hauptschirm der Eric und mit ihm der kleine Mond, der seinen Mutterplaneten wie eine schmutzig blaue Murmel umkreiste. Die Wasserwelt New Paradise. Ein einziger verdreckter Ozean, aus dessen Fluten hier und da trostlose Inseln ragten. Nur die größte Insel war bewohnt. Ein urbaner Moloch erhob sich auf ihrem Rücken, eingehüllt in ein Leichentuch von Industrieabgasen. Ich würde ja sagen, was für ein Dreckloch. Aber das wäre eine Beleidigung für alle Drecklöcher der Galaxis. Naja, das war aber nicht immer so. Damals soll es hier ganz schick gewesen sein. Ewig lange Sandstrände, türkisblaues Meer, ein echtes Paradies. Und was ist passiert? Die Ozeaner sind passiert. New Paradise war eine terranische Kolonie. Und lag genau im Vektor ihres Vernichtungsfeldzuges. Sie haben die Siedlung eingeäschert. 90% der Bevölkerung gleich mit. Ich habe das nie verstanden. Warum haben die Ozeaner euch Terraner so sehr gehasst? Nur weil ihr es gewagt habt, ihr Hoheitsgebiet zu betreten? Tja, das ist wohl die 1-Million-Galak-Frage. Sie haben nämlich nicht groß mit uns geredet, bevor sie uns abgemetzelt haben.
Und jetzt? Jetzt gehört New Paradise dem Schwarzen Kartell. Und das Schwarze Kartell? Liegt fest in der Hand von Ruli Khan. Da wir gerade von seiner Widerlichkeit sprechen. Rick Future von der Eric an New Paradise Raumhafen. Ich erbitte eine Audienz mit Ruli Khan. Es ist an der Zeit, alte Schulden zu begleichen. Bestätige, Eric. Wir übermitteln Ihnen die Landekoordinaten. Der große Khan freut sich schon darauf, Sie wiederzusehen. Das kann ich mir vorstellen. Nur schade, dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Von Überwachungsdrohnen und automatischen Waffensystemen mit Argusaugen beobachtet, landete die Eric im Raumhafen von New Paradise. Sie war in bester Gesellschaft. In einer Landebucht erkannte Rick das Schiff einer berühmt-berüchtigten Schmugglerin wieder. In einer anderen hatte ein syndolonischer Piratenkreuzer angedockt. Nachdem die Yodzianer die terranische Bevölkerung des Mondes vernichtet hatte, waren die Vertreter anderer Spezies hier eingezogen. Sie hatten hastig ein Chaos aus Betonklötzen aus den Ruinen emporgezogen, die sich dicht an dicht drängten und für Begriffe wie Eleganz oder Wohnkultur wenig Platz ließen. In wenigen Jahren war es New Paradise eine Brutstätte des Verbrechens geworden. Ein Strom von halbseidenen Gestalten aus allen Völkern der Galaxis wälzte sich durch die verdreckten Straßen. Reptilische Karsilim, grünhäutige Fordianer, Tribulaner, die andere Passanten mit ihren Rüsseln zur Seite schlugen. Sie alle schienen für die Gangstervisage des Jahres zu kandidieren. Die wenigsten von ihnen bemühten sich, die Plasmamesser und Laserpistolen unter ihren Mänteln zu verstecken. Musik und Gelächter drangen aus Nachtclubs mit Namen wie das lange Messer oder die Lasernarbe. Kreischend bunte Werbeholos versprachen die Erfüllung aller fleischlichen Träume oder schnelle Gewinne beim Zylit-Poker. Ihr flackerndes Licht spiegelte sich in den Pfützen auf dem Asphalt, in denen sich brackiges Wasser mit anderen, dickeren Flüssigkeiten mischte. Rick sah zerlumpte Terraner, die in Mülltonnen wühlten. Vier rote Augen, die kurz im Schatten einer Seitenstraße aufleuchteten und wieder verschwanden. Er war düstere Orte gewohnt. Die Slums von Trillidos, in denen er aufgewachsen war. Seine Zelle auf Replika. Aber New Paradise erfüllte ihn mit einer Abscheu, die ihn überraschte. Es mochte an dem Mann liegen, der über all das hier herrschte. Hey, seid ihr scharf auf dem Trip? Ich hab gutes Rauschen, Traumstaub, Frikander. Alles. Verzieh dich, bevor ich dir deinen Dreck so tief in den Allerwertesten schiebe, dass er dir zu den Ohren rauskommt. Hey, ist ja gut. Willkommen auf New Paradise, wo der Abschaum zu Hause ist. Huggins träumt seit Jahren davon, den ganzen Mond auszuräuchern. Nur leider gab es immer noch übleres Ungeziefer, um das er sich kümmern musste. Vielleicht hat der alte Grünling auch einfach nur Schiss vor Ruli Khan. Das lass ich mal nicht hören, wenn du dein Pelz behalten willst. Aber ganz ehrlich, ich könnte es ihm nicht mal verdenken. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Ja, ich weiß, Hubert. Wenn ich damals nur auf dich gehört hätte, müssten wir jetzt nicht hier sein. Denk beim nächsten Mal dran. Okay, wenn mich irgendwann mal wieder der Glücksspielteufel reiten sollte, dann tretet ihr mir beide in den Hintern. Das ist ein Befehl, verstanden? Aye, aye, Captain. So macht die Arbeit Spaß. Kommt jetzt. Bringen wir diese Sache endlich hinter uns. Sie setzten ihren Weg fort. Ihr Ziel war der riesige Turm in der Mitte der Stadt, der wie eine stählerne Faust in den lichtsmogverseuchten Abendhimmel ragte. Ruli Khans Domizil und Symbol seiner Macht, mehr eine Maschine als ein Gebäude. Rick wusste, es gab nur zwei Arten, wie er diesen Turm wieder verlassen würde. Als freier Mann oder als Leiche. Also gut, ich übernehme das Reden. Mit ein bisschen Glück sind wir in 5 Minuten wieder draußen. Na nun, kein Empfangskomitee? Das kommt da drüben. Keine Bewegung. 2 massige Kampfroboter mit mattschwarzer Panzerung bauten sich vor ihnen auf, die waffenstarrenden Arme drohend erhoben. Hey, ganz ruhig, Freunde. Euer Boss erwartet uns. Geben Sie Ihre Waffen ab. Schon dabei. Hier, bitte. Geben Sie Ihre Waffen ab. Hubert. Aber... Dies ist unsere letzte Warnung. Zufrieden. Folgen Sie uns. Ihr habt die Blechmänner gehört. Nur der Terraner. Auf gar keinen Fall. Nur der Terraner.
Schon gut, das bekomme ich auch allein geregelt. Macht mir keine Schande, okay? Der große Kahn wartet. Rick Future. Bin direkt hinter euch. Viel Glück. Danke, ich kann's gebrauchen. Als die mechanischen Leibwächter Rick in Roli Kahns Audienzzimmer führten, fühlte er sich wie in einer Schatzkammer. Artefakte aus sämtlichen Zeiten und Welten umgaben ihn. Antike urakische Sichelschwerter, immer noch verteufelt scharf. Eine dampfbetriebene Kampfrüstung aus der dritten Dynastie von Barkana. Ein gläserner Sarkophag mit der dazugehörigen Mumie eines uralten fordianischen Gottkaisers. Sogar afrikanische Holzmasten von der Erde. Kunstgegenstände im Wert von mehreren Milliarden Galax. Rick Future. Auf der anderen Seite des Raumes saß eine Gestalt in einem dunklen Mantel. Im Schatten ihrer Kapuze glänzte eine goldene Maske mit schwarzen Augen. Eisige Finger fuhren Ricks Wirbelsäule hinab. Er bemühte sich um sein bestes Pokerface und trat näher. Wieder dachte er daran, dass niemand wusste, was für ein Wesen sich unter Kahns Maske verbarg. Und dass bislang niemand mutig oder dumm genug gewesen war, es herauszufinden. Ruli, so sieht man sich wieder, was? In der Tat. Auch wenn ich damit gerechnet hatte, dich etwas früher zu sehen. Oder besser, deinen Schädel hier an meiner Wand. Ja, hab schon gemerkt, dass du scharf auf ein Wiedersehen warst. Vielleicht solltest du dir beim nächsten Mal etwas qualifiziertere Kopfgeldjäger zulegen. Vielleicht sollte ich das. Da wir gerade beim Thema sind. Es ist noch jemand hier, der sich auf das Treffen mit dir gefreut hat. Ein Hologramm materialisierte sich zwischen ihm und Rick. Das Hologramm einer jungen Fairanerin, die sich in Agonie krümmte. Es dauerte einen Moment, bis Rick ihr schmerzverzerrtes Katzengesicht erkannte. Elvis und Christus. Leider kann die gute Trisha uns nicht beiwohnen. Ihr Aufenthalt im Schmerzgenerator wird sich noch etwas hinziehen, fürchte ich. Nun, wo waren wir? Beim Geschäft, wo sonst? Hier, auf diesem Chip sind deine 20.000. Damit sind wir quitt. Ah, dein Lohn für den Auftrag auf Golima. Du weißt davon? In dieser Galaxis geschieht wenig, das sich meiner Kenntnis entzieht, Rick Future. Ja, ich weiß davon. Doch überrascht hat es mich nicht. Du bist sehr fähig für einen Terraner, Rick Future. Das ist auch der Grund, warum du nun für mich arbeiten wirst. Tja, einen Dreck werde ich. Meine Schulden sind getilgt. Rick, mein Freund, ich fürchte, du hast die Zinsen vergessen. Du Mieser, davon war nie die Rede. Ich werde jetzt zurück auf mein Schiff gehen, ja, und... Ja, das wirst du. Und du wirst auf den Planeten Illus fliegen, um dort einen Auftrag für mich zu erledigen. Vergiss es. Such dir wen anders für deine Drecksarbeit. Rill, möchtest du der guten Trisher etwa Gesellschaft leisten? Also gut. Aber danach... Sind wir quitt. Natürlich. Was ist das für ein Auftrag? Auf Elodus befindet sich ein Schiff. Ein sehr altes Schiff. Ein Schiff der Lot. Der Lot? Die waren doch ein Genesis-Volk, oder? Soweit ich weiß, sind sie von den Xoliden ausgelöscht worden. Du bist sehr gut informiert. Wir hatten erst kürzlich indirekt mit den Xoliden zu tun. Da dachte ich, es schadet nichts, mich ein bisschen schlau zu lesen. Aber natürlich... Weiß ich auch von dem xolidischen Gefängnis auf Kodima. Ja, das ist auch einer der Gründe, der dich für den Auftrag prädestiniert. Und was willst du von den Lot? Ein weiteres Stück für deine Sammlung? So in etwa. Ich möchte, dass du mir ein Artefakt aus dem Schiff besorgst. Dieses Artefakt. Roli Kahn aktivierte abermals ein Hologramm. Das Abbild einer Maske drehte sich vor Ricks Augen. Silberglänzend mit einem schwarzen Edelstein auf der Stirn. Lass mich raten. Du willst dir einen neuen Look zulegen. Bring mir diese Maske und alle deine Schulden sind beglichen, Rick Future. Enttäusche mich und ich werde dich ebenso finden wie die bedauernswerte Treasure. Und ich werde längst nicht so gnädig sein. Ja, okay, ich hab dich schon verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Ach ja, noch etwas. Ich habe bereits 3 meiner Leute nach Elodus entsandt. Ihr Schiff ist automatisch zurückgekehrt, nachdem ihre Biosignale erloschen sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass etwas oder jemand sie vernichtet hat. Na großartig. Es wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Ich bin sicher, du weißt die Herausforderung zu schätzen. Nicht wirklich. Aber du bekommst deine verdammte Maske. Und danach haben wir uns zum letzten Mal gesehen. Ist das klar? Natürlich.
Rick wandte sich ab und ging zurück zur Tür. Dabei sah er nur für einen Moment Kahns Reflexion auf dem gläsernen Sarkophag und die blassen Hände, die unter den Säumen seiner Robe hervorschauten, als er sie auf die Armlehnen seines Stuhls bettete. Folgen Sie uns! Alles klar. Wenn es keine weiteren Komplikationen gibt, sollten wir in 3 Stunden auf Elodus sein. Und das alles nur, um den Maskenfetisch dieses Kuttenkaspers zu befriedigen? Wir reden hier von Ruli Khan. Ich vermute, da steckt mehr dahinter. Ich habe seine Hände gesehen. Bitte? Khans Hände. Sie sahen ziemlich menschlich aus. Du meinst, unter der Maske verbirgt sich ein Terraner? Sag mal, Hubert, erinnerst du dich noch an Big Boss Mendoza? Dieser Schmalspur-Gangster auf New Paradise? Aha, der zufällig spurlos verschwunden ist, kurz bevor Khan dort eingezogen ist. Genau der. Er hatte diese Tattoos auf dem Handrücken, weißt du noch? Sein Markenzeichen. Eine Rose auf der linken Hand und ein Totenschädel auf der rechten. Willst du damit sagen? Ich will damit gar nichts sagen, nur dass Khan die gleichen Tätowierungen hat. Und für meinen Geschmack ist das ein ziemlich großer Zufall. Wozu dann die Maskerade? Ja, vielleicht, um seine Feinde auf die falsche Fährte zu locken, um Eindruck zu schinden oder etwas zu verstecken. Ich habe keine Ahnung. Wie dem auch sei, Hauptsache, er hat dich am Leben gelassen. Ja, ich werde aber trotzdem erst aufatmen, wenn wir diesen Job hier hinter uns gebracht haben. Elodus ist nicht gerade ein Urlaubsort. Der Planet ist ein Höllenloch, voll von Industrieabfall und alten Minenschächten. Der gute Ruli hat dir nicht zufällig einen dezenten Hinweis gegeben, was uns dort sonst noch erwarten könnte? Nein, Hubert. Aber halt mich für verrückt. Irgendetwas sagt mir, es werden keine lachenden Blumen und Regenbögen sein. Gefällt dir die Abendunterhaltung soweit, meine Teure? Worauf wartest du? Töte mich. Bring es endlich zu Ende. Dich töten, meine werte Trisha. Du solltest mittlerweile wissen, wie sehr ich Verschwendung hasse. Nein, ich will ausnahmsweise einmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Was? Ich gebe dir eine Chance zu leben, Trisha Riddick. Das ist ein Trick. Ich arbeite nicht mit Tricks. Auch das solltest du wissen. Wenn du jedoch etwas Besseres zu tun hast. Ich tue alles, was du willst, großer Khan. Dein Wille geschehe. So ist es brav. Sag mir, meine Teure, warst du je auf einem Planeten namens Elodus? Eintritt in den Normalraum erfolgreich. Elodus liegt direkt voraus. Ah, jetzt weiß ich, warum sie das hier die verbotene Zone nennen. Die gesamte Oberfläche wird von ständigen Stürmen heimgesucht. Ich messe eine hohe Konzentration von Schwefelsäure und anderen Nettigkeiten in der Atmosphäre. Ist vielleicht keine so gute Idee, dort unten mit dem Transporter zu materialisieren. Meine Rede! Gut. Mach das Shuttle klar, Ify. Wir gehen runter. Zu dritt? Ja, zu dritt. Endlich! Ich meine... Du wirst es nicht bereuen. Ich warte dann beim Shuttle auf. Oh, verdammt, Hubert! Räume dich deinen dämlichen Werkzeugkasten von der Brücke! Reg dich ab, Püppi. Bevor ich den Ionenregulator nicht neu kalibriert habe, bleibt das Ding schön hier. Warum kannst du es nicht irgendwo abstellen, wo niemand drüber stolpert? Warum kannst du nicht aufpassen, wo du hinläufst? Rick! Jeden Tag aufs Neue. Willkommen auf der USS Kindergarten. Ify hatte das Shuttle mit einem Sicherheitsabstand von einem halben Kilometer zu dem monströsen Wrack gelandet und folgte Rick und Hubert, die sich geschützt von ihren Raumanzügen einen Weg durch den Sturm bahnten. Ihre Waffen schussbereit. Ah, ich kenne Giftmülldeponie mit mehr Charme. Zumindest ist der Planet unbewohnt. Zumindest sieht's so aus. Behalt den Scanner weiter im Auge. Das da hinten nenne ich mal ein verdammt großes Schiff. Und hässlich. Ah, was weiß man eigentlich über diese Lottypen? Weniger als mir lieb ist. Einige Jahrtausende vor dem intergalaktischen Völkerbund haben sie wohl einen Großteil vom Perseus-Arm der Galaxis unter ihrer Fuchtel gehabt. Dann wurden sie von Nixoliden gestoppt und ausradiert. Und zwar so gründlich, dass so gut wie nichts von ihnen übrig geblieben ist.
Abgesehen von ein paar Märchen und Legenden. Schon wieder die Soliden. Als würde uns das Universum mit der Nase auf irgendwas stoßen wollen. Du wirst doch jetzt nicht etwa fatalistisch auf deine alten Tage. Ich meine ja nur. Kurz darauf standen sie vor dem Wrack. Vor den monumentalen Dimensionen der Maschine fühlte sich Rick auf Mikrobengröße reduziert. Etwas kribbelte in seinem Magen, kalt und vertraut. Das gleiche Kribbeln hatte er auf Godima gefühlt, in den uralten Tunneln der Xoliden. Alle Schotten dicht. Ich kann versuchen, mich ins Kontrollfeld der Schleuse zu hacken. Na, ich werde dir sehr verbunden, Efi. Wenn... Was ist los? Nichts, ich hatte nur das Gefühl... Dass wir beobachtet werden. Ja, damit bist du nicht allein. Aber der Scanner zeigt nichts an. Schon gut, waren wohl nur meine Nerven. Die Schleuse? Moment. Na, wer sagt's denn, Püppi? Du talkst ja sogar als Dosenöffner was. Du solltest erst mal sehen, wie gut ich Schafsagut zubereite. Bevor ihr euch gegenseitig an die Gurgel geht, die Maske wartet. Zappenduster, so habe ich meine uralten, potenziell tödlichen Wachs am liebsten. Ah! Ist nur die Schleuse, alles okay. Ach, Mistding. Wenn wenigstens dieser verdammte Helm nicht wäre. Mein Gesichtsfeld ist völlig eingeschränkt. Falls es dich tröstet, die Atmosphäre ist atembar. Ach, sehr gut. Ich krieg nämlich langsam Klaustrophobie in diesem Ding. Frische Luft ist was anderes. Das nächste Mal nehmen wir ein Raumdeo mit, okay? Efi, was kannst du mir über das Teil hier sagen? Wenig. Der Generator ist kalt, wie es aussieht. Aber da ist etwas. Eine Energieemission. Ziemlich schwach. Oh. Und sie bewegt sich. Was zum Henker war das? Definitiv keine lachenden Blumen. Es kam aus derselben Richtung, aus der die Emission stammt. Laser bereit. Sie liefen los. Die Strahlen ihrer Lampen tanzten durch die verfallenen Hallen und Prunksäle des Schiffes. Bald erreichten sie einen Korridor, geschmückt mit den Skulpturen gefrorener Flammen. Ein Mensch stand dort, mit dem Rücken zu ihnen. Ein Mann in einem Raumanzug. Er hatte die Hände gegen seine Ohren gepresst. Nehmt sie ab! Nehmt sie ab! Hey, ganz ruhig. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Bitte, bitte, helft mir! Der Mann drehte sich zu ihnen um. Und die Lampenstrahlen trafen auf eine bronzene Maske mit pechschwarzen Augen. Mein Gott. Nehmt sie ab! Sie frisst mich auf! Nein! Nein! Er kriecht vor mir! Kriecht im Staub! Achtung! Er hat eine... In Deckung! Nein! Helft mir! Helft mir! Das ist doch mal eine nette Begrüßung. Ja, mir wird ganz warm ums Herz. Puh. War das die Maske, die kam? Nein, aber ein ähnliches Modell. Der hat auf jeden Fall seinen Spaß. Bitte. Da ist noch jemand. Verdammt. Das ist eine Falle. Das ist ja doch klar. Aber ich messe keine Energieemissionen. Oh Gott. Tut mir einen Gefallen und erinnert mich daran, Khan seine Blechvisage zu verbeugen, okay? Warte! Gebt mir Deckung. Oh, so viel zur Stimme der Vernunft. Halten Sie durch. Wir sind unterwegs. Gott sei Dank. Oh Jesus, Arnold, Bruder. Ein dunkelhäutiger Terraner lag vor ihnen in der Dunkelheit des Korridors. Er trug einen Raumanzug, wie der Mann zuvor, doch er war unmaskiert. Sein Gesicht eine verschwitzte Studie von Schmerz und Furcht. Bitte. Seine rechte Hand lag auf einem schwarz verkohlten Loch auf seiner Brust. Blut und kauterisiertes Fleisch waren darunter zu sehen. Ivanov, er hat mich angeschossen. Hey, ganz ruhig. Hubert, Morpholazin, schnell. Hier. Danke. Hier, das ist gegen die Schmerzen. Rick, es sieht nicht gut aus. Ivanov, er ist völlig irre. Er... Die Maske. Das Ding hat sich an ihm festgeklammert und er... Er ist durchgedreht.
hat die andere Maske genommen und sie ihr aufgesetzt. Ich bin abgehauen. Er hat mich gejagt. Mich angeschossen. Oh Gott, es tut so verdammt weh. Was mit ihr ist, weiß ich nicht. Aber bitte, ich will hier nicht sterben. Ach, verdammte Scheiße. Rick, er kommt zurück. Irgendein Plan, großer Anführer? Ich bin dafür, dass wir den Spieß gehörig umdrehen. Efi, zeig mir einen Scan der umgebenden Räume. Hier. Ah, okay. Gut, ich werde versuchen, ihn bis ans Ende dieser T-Kreuzung dort zu locken. Gleichzeitig schwärmt ihr aus, lauft über die Parallelgänge hier und hier bis zu den Abzweigungen und nehmt ihn von links und rechts in die Zange. Fragen? Nur eine. Warum werden wir für diesen Irrsinn nicht bezahlt? Wenn wir es überleben, kannst du dich gerne bei Kahn beschweren. Also los. Rick lief durch das dunkle Schiff. Den Plan, den Efi ihm auf dem Scanner-Display gezeigt hatte, vor seinem inneren Auge eingebrannt. Wo steckst du, Ivanov? Wenn du uns haben willst, wir sind hier! Hey! Dann warnte ihn sein sechster Sinn. Er war nicht länger allein. So ist richtig. Rick, die Energieemission. Er ist ganz in deiner Nähe. Ich weiß. Er ist in dem Gang vor mir. Nein, er ist direkt hinter dir. Rick? Rick, hörst du mich? Oh nein. Bitte lass ihm nichts passiert sein. Hubert, es gibt ein Problem. Keinen Schritt näher. Eine Frau im Raumanzug stand dort. Rote Locken umrahmten eine Maske aus Silber mit einem schwarzen Juwel in der Stirn. Rick erkannte sie sofort wieder. Bring mir diese Maske und alle deine Schulden sind wirklich in Refuge. Halt, habe ich gesagt! Der Nächste trifft! Nicht schießen, bitte. Ich bin unbewaffnet. Er hat mir den Laser abgenommen. Die Hände hoch! Okay, okay. Und jetzt die Maske runter! Das kann ich nicht. Ich sagte, die Maske runter! Und ich sagte, das kann ich nicht. Das verdammte Ding ist irgendwie mit mir verwachsen. Ich kriege es nicht ab, ohne mir das Gesicht abzureißen. Sie sind nicht wie der andere. Ivanov. Ach, die Maske. Ich glaube, sie kontrolliert ihn irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber bei mir funktioniert es nicht. Oder noch nicht. Und Ramirez? Ramirez ist tot. Ivanov hat ihn erwischt. Tut mir leid. Nein. Wie heißen Sie? Cassandra. Und Sie sind? Rick Future. Kahns Plan B. Ich verstehe. Rick! Ist dir was passiert? Nein, alles im grünen Bereich. Aber ich habe noch einen unserer Vorgänger gefunden. Diese Maske. Ist das diejenige, welche? Wie viele Leute laufen hier eigentlich noch rum? Kahn meinte doch, euer Schiff sei zurückgekehrt, als eure Biosignale erloschen sind. Ah, nicht erloschen. Dieses verdammte Wrack muss sie irgendwie abgeschirmt haben. Keine Ahnung. Ihr Schiff, hat es eine Medi-Einheit? Ja. Dann bringen Sie mich dorthin. Schnell. Ich muss diese verfluchte Maske abkriegen, bevor sie mit mir das Gleiche anstellt wie mit Ivanov. Oder bevor er uns findet. Nein! Lass mich fallen! Du begreifst nicht, welche Ehre dir zuteil wird. Du bist auserwählt, Träger eines Gottes zu sein. Nein, hör auf! Bring mich zu dieser Tür dort vorne. Nein! So ist es brav. Schritt für Schritt. Es wird Zeit, das Ungeziefer auf diesem Schiff auszurotten. Da seid ihr ja, meine Hübschen. Erwacht! Skarongar befiehlt es euch! Es befinden sich andere auf diesem Schiff. Treibt sie zu mir. Währenddessen jagte ein chromglänzendes Schiff wie eine Klinge durch die hypnotischen Wirbel und Tunnel des Hyperraums. Ich werde Elodus demnächst erreichen. Sehr gut. Du weißt, was du zu tun hast. Es wäre weise von dir, mich kein zweites Mal zu enttäuschen, Trisha. Das wird nicht geschehen, großer Kahn. Das schwöre ich bei meinem Leben. Das, meine Teure,
ist genau der Einsatz, um den es geht. Halte mich über alles Weitere auf dem Laufenden. Natürlich, großer Khan. Bald ist es soweit. Schon sehr bald. Gebieter! Sende eine Nachricht an alle Unterbosse des Kartells. Ich habe ihnen etwas Wichtiges zu verkünden. Zu Befehl! Bald. Auf gar keinen Fall! Was? Es tut mir leid, aber wir haben keine Ahnung, ob wir ihnen trauen können. Und mit Sicherheit werde ich sie nicht mit auf mein Schiff nehmen. Verdammt! Begreifen Sie denn nicht? Ich muss diese Maske abkriegen, bevor es zu spät ist. Rick, sie könnte recht haben. Abgesehen davon sollten wir die Maske doch ohnehin bei Khan abliefern. Von mir aus betäuben Sie mich oder sonst was. Aber ich habe keine Lust, den Rest meines Lebens mit diesem Ding rumzulaufen. Und ich habe keine Lust, noch länger verstecken, mit diesem Psychopathen zu spielen. Ich sage, wir hauen ab. Also gut. Oh, ich glaube, wir müssen ganz schnell improvisieren. Ist er auf dem Weg hierher? Nein, aber diese Dinger dort. Scheiße! Ein Schwarm faustgroßer Maschinen jagte ihnen entgegen. Feuer! Sie waren sternförmig mit einer nachtschwarzen Außenhülle, die fast mit den Schatten des Korridors verschmolz. Killer-Drohnen! Jubel, hinter dir! Danke! Sie liefen den Gang hinab, ständig über ihre Schulter feuernd. Die Drohnen blieben davon völlig unbeeindruckt. Sie teilten sich auf. Während ein Großteil die Verfolgung fortsetzte, schwärmte ein halbes Dutzend von ihnen in andere Abzweigungen aus. Sie versuchen uns, den Weg abzuschneiden. Ich habe eine erwischt. Super. Dann bleiben ja nur noch 20 andere. In den Korridor. Schnell. Wo kommen diese Dinger so plötzlich her? Ich vermute, sie gehören zu den Sicherheitseinrichtungen des Schiffes. Ivanov muss sie aktiviert haben. Und wer hat ihnen gesagt, wie? Die Maske, vermute ich. Egal. Dort vorne geht es zur Luftschleuse. Ach, Mistviecher! Schubert, geht ihn! Macht schnell, bevor... Zu spät! Zurück, Kirby! Schnell! Geht ihn! Versucht sie abzuschütteln! Wir treffen uns beim Ausgang! Okay! Beeilen Sie sich! War's das? Ich würde sagen, ja. Efi, Hubert, wir müssen... Nein! Der Schuss traf Riggs rechte Schulter und warf ihn gegen die Wand. Der Laser fiel ihm aus der Hand, schlitterte 2-3 Meter über den Boden und kam direkt vor Ivanovs Stiefeln zum Stehen. Helf mir bitte! Sei still! Die Exorbitation! Etwas ist nicht richtig! Seine Stimme! Seine Stimme ist in mir! Bitte! Sei still, meine Königin der Körper, den ich euch schenkte. Gefällt er euch? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Kumpel. Ihr lügt. Na los, Sie sind stärker als dieses Ding, Ivanov. Nein, das ist nicht mein Name. Ich bin Skaron Gar, Kriegsmarschall der Lot. Die Lot existieren nicht mehr. Die Xoliden haben sie ausgelöscht. Ich habe es gesehen, in seinen Erinnerungen. Die Zeit. Es ist etwas mit der Zeit. Sie haben sie verändert, manipuliert. Spürt ihr es nicht? Er hat versagt. Unser König hat versagt. Aber gemeinsam wären wir. Sie frisst mich auf. Seine Stimme will nicht schweigen. Er hat völlig den Verstand verloren. Meine Königin herrscht an meiner Seite. Seid die Mutter einer goldenen Dynastie. Bitte, tötet mich! Ivanov bäumte sich auf, die Hände gegen seinen Kopf gedrückt. Rick spannte seine Muskeln an, bereitete sich darauf vor, aufzuspringen, den Laser zu greifen. Licht auf sie! Doch Cassandra kam ihm zuvor. Sie sprang vor, riss die Waffe hoch. Nein, vergebt mir! Weiter.
Verdammt. War das nötig? Wäre es denn lieber, wenn Sie jetzt dort liegen würden? Nicht wirklich. Geht's? Tut weh wie Hölle, aber... Ja, es geht. Dann weiter. Nein, meine Leute haben Vorrang. Sie sind wahrscheinlich schon längst... Evie an Rick? Rick hier. Seid ihr okay? Nein, Schubert wurde angeschossen. Oh, verdammte Scheiße. Er muss sofort aufs Schiff. Oder er stirbt. Gebieter, Sie sind hier. Rudi Kahn beobachtete, wie die drei Unterbosse des schwarzen Kartells sein Audienzzimmer betraten. Du wolltest uns sprechen, großer Kahn. Corbett, ein Terraner in einem maßgeschneiderten Anzug, Despor, ein humpelnder Fordianer mit Warzen überdecktem Gesicht und Gran, eine Syndolon mit fast weißer Haut, die im starken Kontrast zu ihren neongrünen Augen stand. In der Tat, ich bin erfreut, dass ihr es so kurzfristig einrichten konntet. Du rufst, wir gehorchen, großer Kahn. Was können wir für dich tun? Bedeutende Dinge geschehen, meine liebe Kahn. Ich dachte mir, ihr solltet davon erfahren. Welche Dinge? Vor langer, langer Zeit gab es einen König. Ein Herrscher unter Herrschern. Dazu bestimmt, das Geschick der Galaxis zu lenken. Und es wäre ihm auch beinahe gelungen. Doch seine Feinde hatten andere Pläne. Sie benutzten die Zeit als Waffe gegen ihn. Versuchten, seine ganze Rasse auszulöschen, sie ungeschehen zu machen. Doch der König entkam auf einem Schiff, geschützt von einem transtemporalen Feld. Leider wurde er von seinen Dienern verraten. Und so blieb er dort, in dem Wrack seines Schiffes, reglos, hilflos, bis ein Mann, getrieben von Machthunger, ihn dort fand. Entschuldige, großer Kahn, aber ich glaube, wir alle sind ein bisschen zu alt für eine Märchenstunde. Wieso? Ich schätze es nicht, unterbrochen zu werden, Corbett. Aber ich will es dir nachsehen, da es das letzte Mal gewesen sein wird. Der König kehrte also nach einer Ewigkeit seines Exils zurück. Sein Volk war vergangen, doch er wusste, dass nicht alle verloren sein konnten. Er sandte Späher aus und erfuhr, dass ein weiteres transtemporales Schiff die Auslöschung überstanden hatte. Und mit ihm seine Königin. Und was hat das alles mit uns zu tun? Ihr habt mir über die Jahre treu gedient. Ich brauchte die Hilfe von kriminellem Abschaum, um den Grundstein für mein neues Imperium zu legen. Und ihr habt alle meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Aber nun habt ihr euren Zweck erfüllt. Was? Was soll das heißen? Wachen zu Befehl! Ihr seid Abschaum und ihr seid wie Abschaum gestorben. Computer, Startsequenz einleiten. Brenn dieses Geschwür aus. Ein Erdbeben erschütterte die Straßen von New Paradise. Drogen, Dealer, Sklavenhändler, Auftragskiller, Glücksspieler. Sie alle blickten zum Epizentrum des Bebens, dem gewaltigen Turm in der Mitte der Stadt. Ihre Schreie erfüllten die Luft, als ein gleißendes Licht, hundertmal stärker als die Sonne, aufblitzte und ihre Augäpfel schmolz. Im nächsten Moment erfüllten tausend Schreie die Luft, als der Turm in den Himmel hinaufschoss. Weißes Feuer verschlang die Stadt. Lebewesen, Straßen und Häuser vergingen in seiner Hitze. Die ganze Insel schmolz zu einem See aus Schlacke, während der stählerne Turm sich in den Himmel erhob und den Orbit von New Paradise verließ. Shuttle-Tür schloss sich hinter ihnen. Rick gab vollen Schub. Binnen Sekunden schossen sie durch die Sturmfront über Elodus und hielten auf die Eric im Orbit des Planeten zu. Schade, dass wir das ganze Morpholazin verballert haben. Ich könnte jetzt echt
Was davon Gebrauch? Oh. Dann hör auf rumzuquatschen und spar deine Kräfte. Rick, falls ich... du weißt schon. Ich will davon nichts hören, klar? Du kommst wieder auf die Beine oder ich zieh dir das Fell über die Ohren. Halt durch. Halt durch. Rick an Eric. Krankenstation für Notaufnahme vorbereiten. Hilf mir, ihn hinzulegen. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Starte Medi-Scan. Sein Zustand ist extrem kritisch. Seine rechte Lunge wurde durchschlagen und er hat mehrere innere Blutungen. Kriegt der Robodoc das hin? Ich weiß es nicht. Hubert, hey, schön hierbleiben. Ich wollte doch... nicht weg. Ach, du machst schlechte Witze. Das ist gut. Hör zu, der Doc flickt dich wieder zusammen und dann... Hubert? Hubert! Er hat das Bewusstsein verloren. Ach, verdammt! Hubert! Komm, lass den Doc seine Arbeit tun. Zeig mir lieber deine Schulter. Ach, das ist doch jetzt egal. Das ist nur eine kleine Brandwunde. Der Raumanzug hat das meiste abgefangen. Trotzdem, die Wunde muss versorgt werden, bevor sie sich infiziert. Ach, wirklich, Evi, das musst du nicht. Aber ich will es. Okay? Ja, na gut. Ist gleich vorbei. Ah. So, das war's schon. Nur noch der Malspray drauf und du bist erlöst. Aha, kalt. Aber tapfer durchgehalten. Danke, Evi. Jederzeit. Was? Der Robodoc. Verdammt, Rick. Die Maschine kann ihn nur stabilisieren. Und das auch nicht für ewig. Man muss so schnell wie möglich in ein Krankenhaus. Na, kannst du mir mal sagen, in welches? Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Und bis wir zurück auf New Paradise sind, ist schon... Oh, verdammt! Ich habe was gefunden. Die Waystation. Ein mobiles Feldkrankenhaus. Nur 12 Parsec von hier entfernt. Aber... Aber was? Es liegt direkt in einem Bürgerkriegsgebiet. Ach, egal. Wir riskieren's. Gib die Koordinaten in den Navi-Computer. Der Computer reagiert nicht. Was? Ich kriege keinen Zugriff. Das kann doch nicht sein. Wieso? Rick, wo ist Cassandra? Cassandra! Der Pilotensessel drehte sich zu Rick und Evi. Die maskierte Frau mit den roten Locken saß dort drin, die langen Beine übereinander geschlagen. In ihren Händen lag Huberts Laser. Sie musste ihn aus dem Shuttle mitgenommen haben. Bleibt, wo ihr seid. Beide. Was soll das, Cassandra? Cassandra? Oh, sie hat sich gewehrt. Bitterlich gewehrt. Aber letzten Endes konnte sie mir nicht widerstehen. Oh nein. Sie hat interessante Dinge in ihrem hübschen Kopf gespeichert. Vielleicht kann sie bei unseren Plänen behilflich sein. Wer bist du? Esodina Kalidan, gesalbte Herrscherin der Luft, eure Gottkönigin. Und ihr habt auf die Knie zu fallen. Danke, ich stehe lieber. Auf die Knie! Na, schon gut. Leg dich ab. Weg, mein Augenlaser. Ich kann... Nein, kannst du nicht. Eine falsche Bewegung, Automat, und dein Herr und Meister ist tot. Ich bin schneller. Du wirst es nicht darauf ankommen lassen. Loyal, wie du bist. Und das ganze Gerede davon, dass sie auf das Schiff mussten, um die Maske abzukriegen, das war nur... Gespielt. Und zwar bravourös. Ach, natürlich. Um sicherzugehen, dass wir sie auch tatsächlich mitnehmen. Wenn ihr erfahren hättet, wer oder was ich in Wahrheit bin. Ich vermute, ihr wärt nicht halb so gastfreundlich gewesen. Und jetzt? Sie konnten vielleicht den externen Zugang zum Navi-Computer unterbrechen. Aber dieses Schiff legt nur auf unseren Befehl ab. Ich weiß. Deswegen wirst du ihm auch befehlen, mich sofort zu ihm zurückzubringen. Ihm? Meinem König. Meinem Geliebten. Ruli Khan. Ja, ganz plötzlich macht das alles irgendwie Sinn. Er war auch einer von euch, richtig? Ein Maskenparasit. Parasit? Du geistloses Stück Fleisch! Wir sind die Lots. Vor Ewigkeiten haben wir uns über Fleisch und Blut hinaus erhoben, sind unsterblich geworden in den Masken.
Tausende von Rassen haben vor uns im Staub gekrochen. Und sie werden es wieder tun, wenn ich mit meinem Geliebten wieder vereint bin. Auf keinen Fall. Unser Freund braucht medizinische Hilfe, und zwar sofort. Du hast mich gehört, Kreatur. Bring mich zu ihm. Wie wär's mit Bitte? Der fast unsichtbare rote Strahl schoss genau zwischen Rick und Evie hindurch und traf Cassandra am rechten Arm. Getroffen taukelte sie zurück, stolperte gegen den Pilotensitz. Sie stürzte und schlug mit dem Kopf auf den Boden auf. Hubert! Hubert! Rick und Evie sahen zur Brückentür. Hubert stand dort, einen Laserskalpell in der Hand. Er schwankte. Nein! Hubert, sag was! Los, Hubert! Du musst zurück auf die Krankenstation. Lass mich, ich bin stärker. Starte du das Schiff. Okay. Halb ungläubig sah Rick zu, wie Evie Hubert schulterte und von der Brücke schleppte. Er eilte zur Kommandokonsole, als er eine Bewegung aus dem Augenwinkel wahrnahm. Cassandras Finger zuckten. Schluss mit der Maskerade! Als Rick die Maske löste, kam darunter das Gesicht einer jungen Frau zutage. Sie war sehr hübsch, fast mädchenhaft. Aber selbst im Schlaf war ihre Stirn von Sorgenfalten gezeichnet. Plötzlich bebte die Maske in seinen Händen. Fadengleiche Tentakel schossen ihm entgegen. Oh, Scheiße! Was ist das? In letzter Sekunde warf er die Maske von sich quer über die Brücke. Sie landete auf dem Boden wie ein Käfer auf dem Rücken. Ihre Tentakel griffen hilflos in die Luft. Ricks Blick zuckte durch die Brücke, auf der Suche nach einem Gefängnis für das Ding. Huberts Werkzeugkasten. Komm her, du Mistding. Na, ha, hab ich dich. Rick, alles okay? Ja, das Teil hat man mir geschnappt, aber es ist alles noch dran. Hubert? Er ist auf der Krankenstation. Dieser Idiot. Seine Wunden sind wieder aufgebrochen, als er sich zu uns geschleppt hat. Der Robodoc musste in ein künstliches Koma versetzen. Rick, uns läuft die Zeit davon. Ich weiß. Okay, nächster Halt, Waystation. Sofort. Puh. Was sie angedeutet hat über Khan und ihre Pläne. Evie, wenn ich ihnen die Maske nicht ausliefere, sind wir alle geliefert. Glaubst du, mir ist wohl dabei? Nein, ich... Warte. Was? Ich weiß nicht. Da ist irgendwas auf unserem Rücken. Ich meine, vom Schiff. Aber der Scanner kann es nicht genau erfassen. Als wäre es... Ein Schiff im Tarnmodus. Ach. Sehr richtig. Ich hoffe, ihr nehmt mir das kleine Loch in der Außenhülle nicht krumm. Trisha! Erfreut mich wiederzusehen, Terraner. Nimm die Laser runter. Nein, ich denke nicht. Und jetzt schön die Hände hoch, alle beide. Und du, Blechbüchse, wirst dem blonden Recken tief in die Äuglein sehen. Ich weiß nämlich von deinem Augenlaser. Komm also nicht auf komische Gedanken. Es könnte blutig werden. Ich hätte ihn damals die Krallen ziehen sollen. Ja, hättest du. So viel zum Thema künstliche Intelligenz. Trisha, hattest du nicht einen Termin in Khans Folterkammer? Hatte ich. Dann hat der gute Khan erkannt, dass ich ihm lebend viel nützlicher bin. Ach ja? Er hat mich geschickt, um sicherzugehen, dass er auch kriegt, was er haben will. Sie können ihm sagen, wir haben die Maske. Das wird ihn sicher sehr freuen. Vielleicht noch mehr als die Nachricht deines Ablebens, Rick Future. Übrigens... Auch ein Grund, warum ich hier bin. Dieser verfluchte Dreckskerl. Ganz ehrlich, diesen Job würde ich sogar umsonst erledigen. Nach unserer Begegnung auf Godima habe ich von nichts anderem mehr geträumt. Dann träum mal schon davon, was er mit dir nach getaner Arbeit anstellt. Lass das mal meine Sorge sein. Also, die Maske. Wo ist sie? Was hat Khan mit dem Ding vor? Ich habe keine Ahnung und es interessiert mich auch nicht im Geringsten. Wo ist die Maske? Gib sie mir. Und keine falschen Tricks. Oder dein Eisenpüppchen taugt nur noch als Altmetall. Also gut, keine Tricks. Rick riss den Werkzeugkasten in Trishas Richtung, ließ den Deckel aufspringen. Hier hast du sie! Die Maske flog direkt auf das Katzengesicht der Fairanerin zu. Trisha hob die Laser. Zu spät. Die Tentakel der Maske bohrten sich bereits durch ihren Pelz. Jetzt! Evie begriff sofort. Sie sprang vor und warf Trisha von den Beinen. Evie, die Waffen! Hab sie! Zur Seite, schnell! Rick holte aus und schlug mit dem Werkzeugkasten nach der Maske, die keine 5 cm mehr von Trishas panischem Gesicht entfernt war. Tentakel rissen, das silberne Artefakt schlug gegen die Wand. Hier geblieben. Ja, das gilt auch für dich, Stubentiger. Und jetzt
Wirst du mich erschießen, Blechbüchse? Führ mich nicht in Versuchung. Ich sag dir, was wir machen. Aber es wird dir nicht gefallen. Ups, ich bin aber auch ein Tollpatsch. Ich hoffe, es ist dir nicht so ungemütlich auf dem Boden. Sitzen die Fesseln auch nicht zu eng? Was war das? Ich sag dem netten Onkel Kahn Hallo von dir. Ja, das wäre nett. Ach ja, und vergiss seine Maske nicht. Ist doch okay, wenn ich sie hier vor deiner Nase abstelle, oder? Viel Spaß. Efi, ich bin wieder an Bord. Und das Kätzchen? Liegt zusammen mit der Maske sicher verstaut auf seinem Schiff. Wie geht es Hubert? Er ist stabil. Noch. Jede Sekunde zählt. Ich weiß. Wo bin ich? Ah, unser Gast kommt auch wieder zu sich. Sehr gut. Nimm sie mit auf die Brücke, damit wir sie im Auge haben. Halt durch, Hubert. Nur noch ein kleines bisschen. Mein Schädel. Sorry, wegen der Kopfschmerzen. Sonst alles okay? Nein, nichts ist okay. Dieses verfluchte Mistding hat mich benutzt. Mit mir gespielt, wie mit einer Marionette. Ist ja schon gut, es ist vorbei. Die Maske, wo ist... In dem Schiff, das da draußen fröhlich vor sich hin trudelt. Und dort bleibt sie auch. Verstanden? Keine Sorge. Ich bin froh, wenn ich dieses Ding nie wiedersehen muss. Oder diesen Dreckskerl Kahn. Da haben wir ja was gemeinsam. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich am nächsten Raumhafen absetzen könnt. Sorry, aber nein. Das muss warten. Wieso? Unser nächster Halt ist die Waystation im Arctuna-Sektor. Aber... Kein Aber. Na schön. Auf ein paar Tage mehr oder weniger kommt es nicht an. Okay, dann willkommen an Bord. Rick, ich habe kein gutes Gefühl dabei, die Maske einfach hier zu lassen. Glaubst du, mir geht's anders? Aber vielleicht zeigt er sich ja gnädig, wenn er dieses verdammte Ding endlich hat. Glaubst du das wirklich? Nein. Aber das ist jetzt egal. Hubert ist wichtiger. Also gut, Efi. Bring uns in den Hyperraum. Mit fieberigem Blick beobachtete Trisha den Werkzeugkasten. Sie zuckte zusammen, jedes Mal, wenn sie die Tentakel gegen das Metall schlagen hörte. Dann vernahm sie ein Geräusch, das ihr weitaus größere Furcht einflößte. Ein Traktorstrahl hatte ihr Schiff erfasst. Sie wusste, was das bedeutete. Kahn hatte sie gefunden. Und dann stand er vor ihr. Ein fließender schwarzer Schatten, das Gesicht von poliertem Gold verhüllt. Die Augenlinsen seiner Maske waren dunkler als die Finsternis zwischen den Sternen. Trisha, sieht aus, als wären meine Erwartungen an dich ein wenig zu hoch gewesen. Aber ich gebe dir eine Chance, dich zu erklären. Vergib mir, großer Kahn. Future hat mich überrumpelt, er... Er lebt. Ja, aber ich habe, was du willst. Die Maske. Sie ist dort drinnen. In der Tat. Bitte verzeih mir. Ich verspreche dir, ich mache es wieder gut. Ich kann dir immer noch nützlich sein. Ja, das kannst du. Nein, nein, bitte nicht. Willkommen zurück, meine Königin. Ich habe dich vermisst, liebste Esodina, all die Jahrtausende. Erlaube mir, dir aufzuhelfen. Mein König, meine Seele singt vor Glück, dich wiederzusehen. Ich wusste, dass du mich nicht aufgeben würdest, dass wir uns wiedersehen. Das war immer unsere Bestimmung. Natürlich war ich in der Zwischenzeit nicht untätig. Die
Die Galaxis ist reif, von uns gepflückt zu werden, meine Liebste. Alles, was wir dazu brauchen, ist eine richtige Armee. Du weißt, von wem ich spreche. Das tue ich. Und ich habe den Weg zu ihnen nicht vergessen, mein König. Das hatte ich gehofft, meine Königin. Was ist mit den anderen unseres Volkes in dem Schiff? Sie sind alle tot. Bedauerlich, doch es ist nicht von Belang. Wir brauchen niemanden außer uns. Was ist mit Future? Er wird zusammen mit dem Rest unserer Feinde verbrennen. Doch zuvor haben wir Wichtigeres zu tun. Komm, meine Königin. Folge mir auf mein Schiff. Uns steht eine lange Reise bevor. Und am Ende steht ein neuer Anfang. Sie hörten Rick Future, Episode 2, Die Masken der Lot. Es sprachen Erzähler Markus Raab, Rick Future, Sven Matthias, Hubert, Ralf Sarge-Pappas, Evi, Michelle Martin, Cassandra, Sonja Schreiber, Ivanov, Dirk Hardegen, Ramirez, Tim Gößler, Ruli Kahn, Joachim Klotz. Trisha, Dorle Hoffmann, Handlanger, Andi Süß, Drogendealer, Werner Kraft, Kampfroboter, Freddy B., Corbett, Wolf Nils Bartels, Gran, Jessica von Häseler, Tesbor, Momo Chimera, Intro und Outro, Tim Gößler, Skript, Dane Rahlmeier, Idee und Produktion, Sven Matthias, zusätzliches Sounddesign und Outro-Musik, Tim Gößler, Musik, Erdenstern, Design und Illustration, Colin M. Winkler. Rick Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Dane Rahlmeier und Tim Gößler. Mit freundlicher Unterstützung von hörspielprojekt.de.